frage mich, ob einer der Automaten halt anders aussieht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind alle gleich scheiße. Na, sagt er mir überall denselben Text. Hätte ja sein können, aber nö. Okay. Guten Tag. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay. Wer bist denn du? Sie ist einen schmierigen Casino-Angestellten. Was willst du denn? Ich möchte ein paar Sachen eintauschen. Möchte ich das? Oh, der hat aber Geld. Ist die Nadelpistole so gut? I'll be back. Ich will mir vielleicht erstmal die Waffen auch angucken. Wir haben ja hier unsere komische 10mm Pistole. Die Nadelpistole. Du vermutest, dass diese Brigham Nadelpistole 1 für wissenschaftliche Feldstudien eingesetzt wurde. Ihre Munition besteht aus kleinen Pfeilen aus hartem Kunststoff, mindestens Stufe 3. Es hat 4 von 10 Schuss High-End-Nadelpatrone, okay. Eine M60. Dieses recht leichte Maschinengewehr wird von Militärs weltweit für seine große Schlagkraft gelobt. Das verlässliche, kampferprobte Design wurde auf Fahrzeugen montiert und zum Feuerschutz für Schwadronen verwendet. Mindestens Stufe 7. Habe ich dafür denn Munition? 7,62 mm Munition. Was habe ich denn hier noch für Munitionsarten drin? 5 mm. 44er Magnum, tralala. 10 mm. Ich habe eh nicht die Munition dafür. Okay. Und die andere Waffe, die da war? Diese hier. Das Kampfgewehr. Winchester City Killer. 12 mm Kampfgewehrmodell Ballpump. Es befindet sich im ausgezeichneten Zustand und besitzt zur Erhöhung der Zuverlässigkeit die optionale Abdichtung für Wüstenkriege. Okay, 12 mm Gewehrpatron braucht das Ding. Sind 12 mm nicht auch das, was hier Monsieur Cassidy hat? Tauschen. 12 mm Gewehrpatronen. Dann nimm doch mal das. Warum nicht, ne? Ich glaube, die Nadelpistole hier, die werden wir verkaufen. Beim Gewehr bin ich mir noch unsicher. So, ein paar Sachen eintauschen. Eine schöne Nadelpistole. Gegen 2200 Dinger. 2233, so. Okay. Bieten. Läuft. Kann man machen. So. Dann schauen wir mal. Unser Gewicht ist ja auch einigermaßen ausgelastet, ne? Lass du wollen. Dann tauschen wir mal mit dir hier ein bisschen. Dass du hier mal dieses Gewehr hier nimmst. Was? Du nimmst hier. Du nimmst. Ach. Richtig ins Feld klicken ist hier auch manchmal so eine Sache. Fusionszellen kannst du erstmal nehmen. Und Vorschlagkammer kannst du erstmal nehmen. Bist dann halt erstmal raus aus meinem Inventar, ne? Okay, hast du noch irgendwas hier für diesen Ort? Geister wollen sprechen. Was ist das für ein Ort? Was, schick sie nicht zu den Lichtern. Okay. Lass du wollen. Das wär's erstmal. Da holen wir uns auf jeden Fall die komische Urkunde hier.
Ist eigentlich noch was in der Stadt los? In der letzten Zeit sind wir immer langsamer geworden mit unseren Goldlieferungen, weil die Bergarbeiter zu viel Zeit damit verbringen, sich mit Jet vollzubomben. Das ist interessant. Okay. Was tust du hier? Übertragung zum Kunden. Was ist das? Hört sich interessant an. Ein Profit. Wie viel Profit? Das, mindestens das Doppelte. Okay. Ich kaufe sie. Gut, dann überschreibe ich die Übertragungsurkunde für die große Vanamingumine auf deinen Namen. Lass es mich wissen, wenn du sie ausgeräumt hast und ich kaufe sie dir wieder zurück. Okay, werde ich tun, aber jetzt lass mich noch was sagen. Ja, okay, man sieht sich. So, wir haben also die Übertragungsurkunde. Dass wir halt dann jetzt in die Mine kommen könnten. Wo sind die? Keine Ahnung. Irgendwo. Okay. Guck mal, da ist ein Gulli. Da kommen wir bestimmt irgendwie auch nochmal hin. Na gut. So viel also zum Casino. Da unten ist der Sheriff, der hat ja auch noch Jobs für mich. Wir gehen erstmal ins Saloon. Haben die Zeitungsständer hier noch irgendwas zu sagen? Zeitungsautomat ist leer. Enthielt frühe Zeitschriften für Erwachsene. Okay, also so wie immer. Guten Tag. Hier ist eine Frau, die ein Bier bestellt. Diese Frau sieht betrunken aus. Dieser Herr sieht sehr, sehr glücklich aus. Du siehst eine ziemlich verbraucht aussehende Frau. So will ich das gar nicht wissen. Du siehst ein Bar. Nee, ich sehe, dieser Typ hat schon zu viel getrunken. Du da. Hey, du da, Matrose, bist du oft hier? Kommst du her, um Fanny Mae zu besuchen? Ja, um dich zu besuchen. Na, bist du nicht süß? Machst du einen auf Schüchtern und so? Das kostet dich $60 für einen Besuch bei mir, Schnucki. 60, was? Hört sich nach einem guten Preis an. Hier ist dein Geld. Nein, ja gut. Warum nicht? Ja? Du bist so nett zu mir gewesen. Hatte das Gefühl, dass es dir wirklich was bedeutet hat, als du das getan hast. Ich wünschte nur, es wäre immer so. Na, wenn du bei mir bist, ist es das. Ich will nicht mehr tun. Ich und mein Kerl wollen hier raus und ein ordentliches Leben führen. Sobald ich Lou ausbezahlen kann. Lou ausbezahlen? Tja, naja, ich schuld Lou ein bisschen Geld und ich kann hier erst weg, wenn ich es ihr gegeben habe. Aber sobald ich das kann, schnappe ich mir meinen Süßen und hau so weit wie möglich von diesem Leben ab, wenn ich nur etwas mehr Geld zusammenkriegen könnte. Wie viel Geld brauchst du denn noch, um Lou auszahlen zu können? Ich brauche jetzt nur noch $200 und dann bin ich schuldenfrei. Dann hauen mein Lover und ich ab von hier. Nie wieder fremde, schmuddelige Männer, die mich Tag und Nacht abtatschen. Anwesende natürlich ausgenommen, Mister. Ach ja, natürlich. Okay, ist schon in Ordnung. Ich tatsche ja schließlich nicht, oder? Hört sich wirklich traurig an. Na dann solltest du dich wohl besser an die Arbeit machen. Wiedersehen. Nein, wir sind natürlich so nett und geben mir auch das Geld. Oh, vielen Dank, Mister. Dankeschön. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendjemand mit im wirklichen Leben so nett sein könnte. Du bist doch der Beste. Nochmal danke. Hey, wie wär's mit einer freien Runde aufs Haus? Ist eigentlich nicht nötig. Sieh einfach zu, dass du in diesem Leben mit dem Geld entkommst. Wiedersehen. Aber Freihaus. Nochmal danke, Mister. Ich kann es kaum erwarten, das meinem Freund zu erzählen. Wir sind hier raus, sobald sein Bein wieder verheilt ist. Sein Bein. Das war ein schönes, tolles Dankeschön, Fanny. Ich hau dann lieber mal ab, solange ich noch gehen kann. Gern geschehen. Es wird auch ein Verlust für die Branche, wenn du gehst, Fanny. Nein, okay. Das hier. Also heißt das, ihr Mann ist halt der Sheriff? Oder wie ist das? Na gut, wir haben ihr die Freiheit quasi mehr oder weniger gekauft. Was ist mit dem Herrn hier? Achso, da ist noch ein Regal. Jetzt, ne, da war ich ja gerade für, ne? Mein Töchter Mächte hier, da kann man auch mal das Regal untersuchen. Und wir finden gebrauchte Kondome. Ne, was ist das? Pfadfinderhandbuch. Nehmen wir mal mit. Ein Bett.
dieses Bett hat schon bessere Tage gesehen. Und Nächte wahrscheinlich auch. Okay. Kann ich hier vielleicht mal ganz kurz rein, bevor ich hier mit weiteren Personen noch rede? Das ist nix. Und vielleicht haben wir hier noch was. Ist auch noch eine Tür im Weg, oder was? Da ist eine Tür im Weg. Gucken wir mal. Ein großes Regal mit eine Pulle voll Rum. Und ein Schreibtisch mit 21 Geld. Nehmen wir mit. Okay. Sonst hier halt ein ordentliches Bett. Ansonsten ist hier nicht ganz so viel. Ein sehr gut aussehendes Bett, jo. Ganz kurz hier nochmal das Zimmerchen untersuchen. Und die Regale, besser gesagt. Unsere kaputten Regale erstmal ein Kampfmesser zum Mitnehmen, nichts mehr hier essen. Brauchen die ja das nicht. Wenn die das hier in so ein Regal reinlegen, dann brauchen die es nicht. Frage ist natürlich, warum ist in so ein Stein? Nee. Warum ist in so ein Flittchenzimmer ein Messer? Einfach mal so frei rumliegend. Die Frau sieht betrunken aus und rülpst. Hallo Fremdling. Ja. Kann ich mit der Bardame reden? Du bist also der Spinner, der meiner Fanny all das Geld gibt. Das solltest du nicht tun. Du hilfst ihr damit nicht. Du hilfst ihr damit nicht so, wie du glaubst. Was meinst du damit? Ich wollte sagen, dass Fanny so ein Problem hat. Und Geld ist dafür keine Lösung. Ich hasse es, dir das Herz zu brechen. Aber Fanny spielt nur mit dir. Sie will nur das Geld, damit sie Jet kaufen kann. Zu viel elendes Jet. Ich hab's befürchtet. Ich glaube, du machst dir nur Sorgen, dass du eines deiner besten Pferde im Stall verlierst. Du willst dein Mädchen einfach nur eine kurze Leine haben. Okay, ja klar, ich habe genug gehört. Wiedersehen. Was sagt sie selbst denn dazu? Ich habe dir das Geld nicht gegeben, damit du aufhören kannst. Was? Was? Naja, es sieht so aus, als ob ich Lohn doch mehr schulde, als ich dachte. Wie viel mehr? Das ist schon okay, Baby. Du hast mir schon genug geholfen. Ich brauche heute nur noch 150. Okay, was meinst du damit? Ich glaube, du machst dir so Sorgen? Nein. Du kannst denken, was du willst. Ich dachte nur, ich erzähle dir besser, wie der Hase wirklich läuft. Du musst wissen, ob du zuhören willst oder nicht. Ich habe das alles schon mal gehört. Kommen wir zum Geschäft. Denk daran, was ich dir gesagt habe. Zu viel Geld ist nicht gut für das Mädchen. Und was brauchst du jetzt noch? Hast du etwas von einem sogenannten Garten-Eden-Erstellungsgeld gehört? Ich kann nicht behaupten, dass ich von sowas schon mal gehört habe. Was ist denn das? Ja, das ist so ein Gerät zum, na, jedenfalls suche ich danach. Sag mir noch was anderes. okay. Was ist ein Malamut? Einfach nur ein großer Hund. Ach so, okay. Wo ist San Francisco von hier aus gesehen? San Francisco ist ein ganz schönes Stück südlich von hier. Du bist ziemlich weit weg von da. Nach Süden und einen kleinen Tick nach Westen, genau im Ozean, weißt du? Keine Ahnung, was ein normal denkender Mensch da soll. Warum ist es gefährlich? Naja, man hört hier so jede Menge Geschichten darüber, dass die ganze Stadt voller verrückter Anhänger irgendeiner komischen Religion sei. Verrückte Anhänger? Ja, allerdings habe ich gehört, die bauen da so ein großes Gerät, mit dem sie Kontakt zu ihren Göttern aufnehmen können oder irgend sowas. Weiß nicht so genau, ist ja weit weg. Mir scheint, Monumente für Götter sind immer mit irgendeiner Art Ärger verbunden. Erzähl mir noch was. Hallo du, ich will mir was holen.
Was hätten wir denn gern? Ich hätte gern ein Zimmer mit einem leeren Bett, mit was drin. Ein Bett mit was drin. Achso, willst du ein leeres Bett oder eins mit was drin? Das ist natürlich nett. Erzähl mir mehr darüber. Du suchst wohl jemanden, der dich in deinem großen, einsamen Bett und warm hält, was? Lass mich mal sehen, wer gerade frei ist. Warum probierst du es nicht mit Fanny? Okay, warte mal. Ich möchte mal, wenn ich ihr jetzt noch mehr Geld gebe und mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld, ja,